Und willkommen Leute zur letzten Folge von Darkies Dorfbewertung Nummer 99 müsste das sein. Ich hatte ja schon vor Ewigkeiten angekündigt, dass ich keine Dorfbewertung mehr machen möchte eigentlich, also zumindest nicht in diesem Format. Der Grund ist, die Leute schauen sich die Videos höchstwahrscheinlich eh nicht an. Ich mache die Videos nicht umsonst, Leute. Ich setze mich hier nicht 20 Minuten hin und bewerte stumpf irgendwelche Dörfer nach denselben Kriterien. Die Leute sind zu unfähig zum Lesen. Wenn ich sage Clankürzel, dann sollen sie mir den Clankürzel schreiben und nicht, ja, mach mal meinen Namen. Ah, Leute. Na gut, ich habe mich jetzt schon genug darüber aufgeregt. Das ist jetzt auch im letzten Part total unnötig. Wir machen jetzt noch die letzten. Wir haben ja noch ein paar Stunden anzugucken. Irgendwo war ein Dorf kaputt noch gewesen. Und irgendwo war sogar noch einer grün gewesen, irgendwo weiter oben. Schauen wir mal, da müsste irgendwo einer gewesen sein. Auf jeden Fall waren es 99 coole Folgen gewesen, Leute. So, die ersten Folgen waren richtig geil gewesen. Mit der Zeit wurde es dann aber irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen komischer. Aber ich denke mal, irgendwann werde ich sicherlich mal wieder Dorfbewertungen machen. Vielleicht auch mal so eine XXL-Folge, wie der komische Mr. Mobile-Fanboy da. Das auch ab und zu gemacht hat, also irgendwie so 2-Stunden-Bewertung von Leuten mit den Dörfern und so weiter, die dann halt in den Kommentaren stehen werden von dem Ankündigungsvideo. Muss ich mal gucken, oder dem Part von dem Clash of Clans-Video. Da werde ich dann mal gucken, ob ich das durchziehe oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich irgendwann mal wieder Spaß dran haben. Aktuell ist es aber für mich eher ein Krampf statt einer Erholung und Freude und so weiter. Ihr wisst es ja. Bewerten wir erstmal hier ganz kurz den Matthias. Der hatte einen neuen Clan gehabt. Hier, den habt ihr schon gesehen gehabt. Dann schauen wir doch gleich mal. Was haben wir denn immer sonst zuerst angeschaut? Das Rathaus, Stufe 8. Und was schauen wir mal für Stats? 65 Millionen Gold, 56 Millionen Elixier, also ich glaube, das von den Stats her ist das gar nicht so schlecht. Und 33.874 dunkles Elixier gestohlen, das ist auch nicht übel, das kann eine ganze Menge sein. Hat sein Babanki, ich hatte schon noch 2. Er will ihn wahrscheinlich bald auf 3 machen. Kostet, glaube ich, 15.000, wa? Also 10.000 auf der ersten Stufe, 12.500 auf der zweiten und 15.000 dann auf der dritten Stufe. Also, nicht mehr viel und dann kannst du deinen dunklen, dein Babankönig aufrüsten, nicht schlecht. Gut, bauhüttenmäßig bist du bei 3. Hast alle 3 auch im Ausbauen. Was auch schon mal nicht schlecht ist, aber ich würde nicht unbedingt das Labor, obwohl. Laborstufe 6 ist Maximum, ja? Weiß ich gar nicht. Ah, ich bin mir schon wieder vergessen, welche Stufe das ist. Solltest aber auf jeden Fall wirklich mal die Bogenschützen, also die ganzen neuen Gebäude, die du durch Rathaus 8 bekommen hast. Du wirst dann noch nicht lange auf Rathaus 8 sein. Das sieht man halt, weil du frisch diese ganzen Gebäude baust. Deswegen brauche ich dir, glaube ich, auch nicht sagen, dass du erstmal die Gebäude hier upgraden solltest, die halt kaum Dauer haben. Minenwerfer auf 3 müsste, glaube ich, einen Takt rauchen. Bogenschützen Nummer 5. So in etwa auch einen Tag. Naja, und ja, das sind halt ganz normal die Gebäude. Der Bohrerfüllung ist Elixier wird gerade ausgebaut, nicht schlecht. Hast du während der Zeit allerdings keine dunkle Elixier-Einnahmen. Das ist natürlich echt ungünstig für den Barbarenkönig. Der wartet und wartet und wartet auf seine restlichen 1000 Elixier da oder 1200 und kriegt sie einfach nicht. Luftabwehr sieht schon mal ganz nice aus. Level 5 schon, das ist nicht schlecht. Ja, die Luftabwehr ist halt neu, die hier, genauso wie die ganzen Gebäude hier. Viele, viele halt neu. Aber das ist in Ordnung. Musst halt nach und nach ausbauen. Wie gesagt, bist du wahrscheinlich noch nicht lange auf Radstufe 8. Armeelagermäßig bist du auch gut ausgestattet, also maximale Armeeplätze halt 200. Magetürme beschützen 3 Lager, da beschützen ja nochmal 2 Lager. Und der Barbarenkönig versucht hier so ein bisschen das Elixierlager zu beschützen. Ja, ob das wird, weiß ich nicht. Aber Elixier ist ja auch nicht so wichtig wie Gold. Also zumindest er macht es richtig, laut meiner Meinung nach, weil er lässt das Elixier draußen. Auch wenn da mehr drin ist als an den Goldlagern. Gold ist immer wichtiger. Gold ist immer wichtig. Außer natürlich, wenn dann dein Labor fertig ist, dann bräuchtest du natürlich das Elixier hier. Aber ich weiß nicht, wie lange das Labor bei dir noch braucht. Sieht auf jeden Fall gar nicht schlecht aus. Schnuckelig kleines Dörfchen. Auf jeden Fall den Bohrer sollst du schnell auf 3 machen, damit du richtig, richtig schön viel dunkles Elixier pro Stunde bekommst. Und jetzt schauen wir mal noch die Leute nach, deren Dorf beim letzten Mal kaputt war. Ob die jetzt wieder repariert sind oder nicht. Der da. Denn das ist jetzt ihre Chance, nochmal bewertet zu werden. Oder halt nicht. Wunderbar, ist aufgebaut. Sehr schön. Rathaus Stufe 9. Das ist auch nicht übel. Hat allerdings noch keine. Hat noch keinen Angriff gemacht in dieser Season. Krass. Ja, ihm fehlt noch ein Stern für die 150. 150.
Ja, für das Achievement hier 150 Sterne insgesamt. Allerdings hat er echt wenig gefarmt. Für Level 91 gerade mal 66,9 Millionen Gold und 65,1 Millionen Elixier. Das ist richtig, richtig wenig. Resultiert natürlich daraus, dass die zwei Mauern noch Level 6 sind. Da fehlt noch ein bisschen was. Zwei Bauten schlafen. Die hinten schläft auch, okay. Alle Bauten schlafen. Ja, farmt halt nicht, ne? Ich gebe dir den Tipp, farme, denn du brauchst unbedingt Ressourcen, um deine X-Bögen und so weiter aufzurüsten. Du solltest nicht schlafen, sondern farme, farme, farme. Du hast ja gerade mal 67 Millionen. Das haben die meisten schon mit Level 40 gefarmt und du bist schon Level 91. Ja, und das sind Dreierdrachen, nicht? Genau, richtig. Dreierdrachen schon. Extrem mies. Luftabwehr steht auf jeden Fall sehr gut. Ist schon auch schon schön ausgebaut. X-Bögen. Hier Boden-Luftabwehrstellung, genauso wie hier. Zwar nur 11 Kacheln an Range, aber das ist trotzdem in Ordnung. Das, wirklich, die Mitte ist unglaublich gut gegen Luft verteidigt. Hier die Luftabwehr ist auf jeden Fall kein schlechtes Dorf, aber ich glaube, das kann man für den Clankrieg nicht nehmen. Wenn die Gegner aber wieder meinen, mit Only Drake anzugreeifen. Deine Schützentürme könnten auch auf 10 hoch, auch wenn du deinen Rate schon auf 9 hast. Hätten die vielleicht vorher noch auf 10 hoch gekonnt, die Bogenschützentürme. Barbarenkönig auf 7, deine Queen ist auf 5. Oh, auch nicht schlecht. Also, die Queen hast du schon ziemlich hochgezogen. Dunkles Elixier-mäßig bist du bei 104.000. Das ist echt nicht wenig. Ja, Dunkles Elixier in der Mitte, deine Klarburg auch. Ja, halt der mittlere Teil wird gut verteidigt. Und deine Magetürme beschützen die Lager wieder mal. Als ist ja eigentlich Standard, so dieses Aussehen sozusagen, sage ich mal. Den Minenwerfer würde ich noch hier hinsetzen. Hier so an die Mauern. Damit es optisch auch gut aussieht. Weil das ist hier ja am meisten vorne. Und wenn er da hinten ist, kann zumindest, hier, wenn hier welche sind, dann können der Minenwerfer da angreifen. Aber die Bogenschützen von da können den nicht angreifen. Und er, ja, dann kann er halt auch nichts gegen die Barbaren oder so tun, die da vorne sind. Etwas ungünstig. Wobei du die Minenwerfer höchstwahrscheinlich darum stehen hast, dort. Um das Rathaus zu verteidigen. Ist zwar gut, aber ich würde es trotzdem lassen. Ich würde trotzdem weiter dahinter stellen. Weiß nicht, also ich glaube, die Pokale sind nicht so viel wert dafür, dass der Minenwerfer dann da vorne steht. Also ich würde es dahinter stellen, ehrlich gesagt. Oh, Laborstufe 7, ja, da bist du gerade nicht am Forschen, sehe ich. Da ist nichts am... Oder heißt dieser Blitz da oben, dass es geforscht wird? Ich glaube, da müssen auch die Türen wieder... Oder die Löcher da müssen farbig sein. Ja, ansonsten ein paar Hindernisse, die du entfernen könntest und auf jeden Fall fang an zu farmen, weil du hast nichts an Ressourcen und ja, es ist schlecht, wenn man keine Resis hat, um sein Dings auszubauen und sein Dorf auszubauen, auch wenn man 4 Bauarbeiter hat. Da freue ich mich, wenn ich jetzt noch 4 zusätzliche Bauarbeiter hätte. Dann könnte ich mal wieder ein bisschen farmen, weißt du? Ich kann ja die ganze Zeit nicht farmen, weil es macht ja keinen Spaß, wenn ich farme und es keinen Sinn hat und mir alles wieder geklaut wird, ist der Käse. Achso, ich glaube, der Clan-Kürzel hat man letztes Mal schon wieder, müsste Mösenhunter oder so, oder Mösen... Irgendwie so hießen die. Aber die wollen gerade nicht so wirklich, da ist er, Mösenjäger. Der Knie nieder, mal schauen, ob wir den jetzt haben, ob er jetzt wieder aufgebaut ist. Er ist sogar noch zerstörter als vorher. Holy shit, also beim letzten Mal war, glaube ich, hier in der Mitte noch was übrig gewesen. Aber jetzt ist leider komplett zerstört, schade. Knie nieder, du wirst leider nicht mehr in diesem Projekt bewertet. Wenn mal wieder mit sowas anstehen sollte, dann kannst du ja gerne dich nochmal melden. Aber in diesem Projekt war es das leider für dich gewesen. Schade eigentlich, du wurdest angegriffen. Aber kann man halt nichts dagegen machen, nicht wahr? Das ist halt so, das passiert, da hat man halt ein bisschen Pech. Das ist halt so, seid nicht sauer. Schließlich werde ich das irgendwann sicherlich nochmal machen. Ja, ist das immer noch nicht der Richtige? Oder doch? Doch, da ist aber schon der Richtige. Aber der sucht wieder Ewigkeiten. Ja, die Clash of Clans Server sind teilweise wirklich so krass am Arsch. Krass. Ich weiß auch nicht, warum, seit wann das so ist. Shadow Warriors. Und da ist der Fighter Nummer 1 wieder drin. Schauen wir mal, ob sein Dorf wieder aufgebaut ist. Und ja, es ist wieder aufgebaut. Wunderbar. Ja, ist doch super. Fakt Nummer 1. Deine Goldlager stehen sowas von Kacke. Tausch dir definitiv mit den Elixierlagern aus. Die Goldlager solltest du beschützen und nicht als Köder rausstellen. Auch wenn da gerade nichts drin ist, ist egal. Stell sie rein, stell sie alle rein. Also ich würde die Elixierlager definitiv mit den Goldlagern austauschen. Hat keinen Sinn, da die Goldlager draußen stehen zu lassen. Gerade wenn du hier noch so viele Mauern und nicht auf 6 hast. Die kannst du erst ab Level 6 auf 7 mit Elixier hoch upgraden. Die Mörser stehen echt kack. Also ich würde dir empfehlen, such dir echt ein neues Design, weil das sieht wirklich grottig aus, muss ich sagen. Also es sieht wirklich...
echt kacke aus. Auf meinem Kanal kannst du dir gerne mal ein paar Streetbits von Rathaus Stufe 8 Dörfern angucken. Da gibt es wesentlich bessere als diesen Käse, aber ich finde, der ist wirklich Müll, dieses Design, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil das ist Käse. Die Minenwerfer sind viel zu weit an den Mauern dran, alle vier. Die Goldlager sind draußen. Welcher Trottel denkt sich denn so eine. Oder wer denkt sich denn so ein Design aus? Also, das hat keinen Sinn wirklich. Und vor allem, das ist ja eine Farming. Das ist eigentlich eine Anti-Hybrid-Base. Das heißt, du beschützt weder die Trophäen noch die Ressourcen, weil du lässt das Rathaus draußen und die Goldlager. Ist jetzt nicht sonderlich toll. Würde ich definitiv ändern. Und was ich dir auch noch einen Tipp auf den Weg geben kann, upgrade deine Sammler. Hier sind noch so viele unausgebaut, das ist Wahnsinn. Du hast so viele Bauarbeiter. Okay, du hast einen Bauarbeiter gerade frei, reicht aber auch. Ein Bauarbeiter, zwei Bauarbeiter. Zwei Bauarbeiter, die nichts gerade tun und Dings hätten upgraden können, die ganzen Kaserne, die ganzen Goldminen und so weiter. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, tu das und such dir erstmal ein neues Design, weil das ist unglaublich wichtig. Weil so. Wundert es mich nicht, dass du ständig ausgeraubt wirst und keine Ressourcen hast für Ausbauten, wenn du schon 40 Millionen und 43 Millionen gestohlen hast und 12.529 oder 49 Dunks Elixier, da hast du gerade auch nichts viel mehr von. Achso, der Barbaren könnte wird geupgradet. Schön, schön. Schön, schön. Gut, auf jeden Fall gebe ich dir die Tipps, such dir ein schickes Dorf. Weil so, oder ein schöneres Design, weil so geht das gar nicht. So, the best of. Was haben wir hier für jemanden drin? King Schmidt. Da haben wir den King Schmidt. Oh, das sieht schön aus. Ich muss sagen, das Design gefällt mir. Was mir natürlich nicht so toll gefällt, ist natürlich, dass die Mauern so unglaublich low level sind und der Rathaus schon Stufe 10 ist. Aber so vom Aufbau her gefällt mir das doch wirklich, weil das ist wirklich. Man denkt, es sei nicht stark, aber es ist unglaublich stark. Weil hier zwischen diesen Dingern werden wahrscheinlich die ganzen Teslas drin stehen, die einfach mal noch unglaublich viel Defense geben, warum hier Mauern drin sind. Na gut, das ist dann halt so. Du hast vier Bauhütten und hast du doch schon. Ja, du hast fünf, okay. Dachte ich mir, dass du noch mit vier Bauhütten? Nee, kann alles sein. Ratestufe 10, schauen wir mal von den Stats her an. 93,7 Millionen Gold gestohlen, 98 Millionen Exil, ja. Und hier, auch dir fehlt wieder nur ein Stern bis zu 150. Lustig, dass die meisten Leute nur einen Stern fehlt. Das ist total komisch. Gut, und 189.137 Dunkles Elixier gefarmt. Das ist so krass, also wirklich. Dein Barbarenkönig Stufe 6 und deine Queen ist schon Stufe. Wow, die wird gerade auf Stufe 10 geupgradet. Das ist krass. Die ist gerade neu, wenn ich das richtig sehe. Aber das ist echt ein wirklich Mini-Level, was da steht. Und da müsste sie auf 10. Ach ja, steht da Level 9, okay. Dann wird sie auf 10 hochgeupgradet und das schön königliche Tarnung Stufe 2. Nicht übel. Ja, die Armee ist auch schon auf Stufe 7, sehr nice. Minenwerfer auf Stufe 7, die sehen auch sehr gut aus. Die X-Bögen sind am Ausbauen. Einer ist hier drin. Der andere hier unten. Ach so, der hat da drei. Okay, drei X-Bögen. Ja, ich weiß nicht, die stehen so ein bisschen komisch. Also ich würde sie ehrlich gesagt woanders hinstellen. Vielleicht mit den Kanonen, ne, auch nicht. Ich würde sie vielleicht hier so reinstellen, aber hier ist kein Platz leider. Hier so, wo die Bauhütten sind. Da würde ich sie hier so hier hin und hier und hier hin. Aber ich glaube, die. Ja, ich glaube, die X-Bogen sind ein bisschen fetter. Als die Bauhütten es sind. Deswegen. Oh, hier eine süße Kanone, Level 3. Wie niedlich. Tja. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, das Dorf, muss ich sagen. Vom Design her finde ich das echt nicht schlecht. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Und von den Gebäuden her, ja, sieht auch gut aus. Also, du upgradest schon eine ganze Menge. Deshalb bist du sehr, sehr früh auf Level 10 hochgegangen. Aber trotzdem, das Design ist gut und deine Minenwerfer sind da schon, bin ich auch schon mal. Zumindest einer. Zumindest zwei sind auf Stufe 7 ausgebaut. Ist ja auch schon mal ein kleiner Fortschritt. Deine Goldlager sind zwar höchstens. Ja, deine Goldlager stehen draußen. Das ist ärgerlich. Würde ich mit den Elixierlagern tauschen. Gold besser Elixier. Und Dunkles Elixier eh besser als alles andere. Tausche auf jeden Fall aus. Die Goldlager hier. Kann auf keinen Fall schaden. Die Goldlager sind halt auch noch ein bisschen mehr geschützt. Ach so, wo haben wir dann. Ach, da hat er auch noch ein Elixierlager da oben. Ja, man hat natürlich vier Lager, ne? Dann bleibt halt ein Goldlager draußen, dann habe ich das andere Goldlager, aber. Ja, hier hinstellen wahrscheinlich. Hier so zu dem Goldlager, wo halt ein Mörser und ein X-Bogen ist. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Auf jeden Fall solltest du mal vielleicht noch ein bisschen aktiver forschen und erforschen tust du ja wahrscheinlich gerade, oder? Genau, forschen tust du. Aber halt noch ein bisschen aktiver farmen, um die ganzen Defizite deiner Mauern und so weiter auszugleichen. Du bist ja schon Rangstufe 10
Und da sollten die wesentlich höher sein. Und da kommen wir zum allerletzten. Get Smashed. Heißt derjenige im Clan Hopfennascher. Na, ganz klasse. Get Smashed. Wo haben wir da? Haben wir ihn, ja? Ja, auf jeden Fall sehr aktive Spender und Anforderer. Okay. Ja, da werden sie bestimmt gleich einige aufhängen. Oh, das sieht doch aus wie ein XYZ-Zeichen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Tipp Nummer 1: Die Goldlager alle Rinnstellen, auch wenn das da oben noch nicht wirklich komplett ausgebaut ist. Ist ja schon. Ist erst Level 9, hat aber schon 500.000 drin, deswegen würde ich es auf jeden Fall rausnehmen. Statt ein Elixierlager Level 10 machst du hier halt das Goldlager hin. Das würde ich austauschen. Weil, wie gesagt, Gold wesentlich besser als Elixier. Elixier kriegt man recht. Ihr seht ja auch bei mir. Ich habe eigentlich fast immer mehr Elixier als Gold, weil ich immer warte, bis die Forschungen fertig werden. Und da hat man einfach gefühlt viel zu viel Elixier. Gut, was haben wir sonst noch hier Schönes? Wir gucken erstmal ganz kurz deine Stats an. Was hast du denn so Schönes? Bin mal wieder jemand über 100 Millionen. Ich habe schon ewig keinen mehr über 100 Millionen Gold gesehen, der gefarmt hat. Krasse Sache. 125 Angriffe in dieser Season gemacht. Die Season läuft, glaube ich, noch gar nicht so lange, wa? Seit 3 Tagen 14, seit 3 Tagen 16 Stunden läuft die Season. Und du hast 125 gewonnene Angriffe gemacht. Nicht übel. Nicht übel. Gut, 58 Jahre auf der Kampagnenkarte. Du könntest definitiv noch weiter vor. Mach es auch. Hol dir den Loot von den Kampagnenkarten. Tu es. Da kannst du dann halt so ein bisschen was bekommen. Und das Achievement auch, sieht auch viel geil aus, wenn da wieder was erfolgreich ist. Solltest du auch mal tun. Mauern zerstören, gut, solltest du auch langsam mal anfangen. 286 Mauern von 2000, was ist los? Dafür, dass du so viele Angriffe gemacht hast, aber wahrscheinlich Townhall-Sniping. Das kann sein, oder nur mit Drachen angegriffen. Oder Ballons, kann ja auch sein. 102.000 dunkles Elixier schon gestohlen, da muss ja dann mal Warnkönig. Okay, Stufe 5 gerade mal. Was tust du? 102.000, ist doch 102.000 gewesen, oder? Genau, 102.000 dunkles Elixier gestohlen. Aber so wenig dein Barbarenkönig geabgeholt. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel gefarmt und habe ihn schon Level 7. Oder? Kann auch sein, dass ich vielleicht viel durch die Sammler bekomme. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall solltest du den Barbarenkönig ein bisschen höher bringen. Mit so viel gestohlenem dunklen Elixier sollte man das durchaus tun können. Magieturm beschützen, die Lage beschützen, Lage beschützen, Lage. Also auf jeden Fall wieder standardmäßig sieht das Ganze in Ordnung aus. Ich habe das Dorf sogar, glaube ich, öfter mal gesehen. Mir gefällt natürlich wieder nicht das offene Design, aber da ist ja jeder selbst, kann sich ja jeder selbst eine Meinung bilden dazu. Ja, und auf jeden Fall vielleicht noch deine Dings ausbauen, deine Sammler auf 11 und die ganzen, ja, die Minen auf 11 und dann die Sammler auf jeden Fall auch noch ein bisschen höher. Die sind ja Level 9, Level 9, Level 9, okay, Level 9. Den Bohrer auch noch dringend auf 3 machen, dann kriegst du unglaublich viel mehr dunkles Elixier. Ich glaube, 45 pro Stunde kriegt man dann. 45 dunkles Elixier, was echt eine Menge ist, auch wenn es sich wenig anhört, es ist eine Menge. Ja, ansonsten ist das Dorf gar nicht so schlecht geschützt. Hier haben wir noch ein paar Minenwerfer halt. Gut, die sind jetzt ein bisschen anfälliger als sonst. Aber, also ein bisschen anfälliger, weil halt ziemlich nah an den Mauern dran stehen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es ganz in Ordnung ist. Die Magetürme können da sogar noch die Barbaren angreifen, sollten da welche rankommen. Gut, ich würde sagen, das war's gewesen. Get Smashed war der letzte, der bewertet worden war. Das heißt, insgesamt 834 Leute habe ich in der Liste drin gehabt. Guck mal, wie viele etwa nicht mehr da waren. Ach du Scheiße. So viele Clans, die nicht mehr da waren und die Leute haben sich nicht gemeldet. 40 Leute waren das gewesen. Echt schade eigentlich, ist eine mega krasse Zeitverschwendung. Da hat man sogar noch welche mit genauem Clan. Das heißt, die haben nicht darauf geantwortet, in welchem Clan sie genau sind, mit dem Pokal-Member, wo halt früher noch war. Das waren ebenfalls 43 gewesen. Und halt welche Leute, die nicht im Clan waren, da kann ich gar nicht zu Ende erzählen. Also wirklich, das muss jetzt Excel mal ganz kurz machen. Das sind 148 Leute, die nicht im Clan waren. Leute, wirklich, das ist echte Zeitverschwendung gewesen. Diese Leute durchzugehen, schade eigentlich. Aber gut, das ist dann halt so. War auf jeden Fall ein spannendes Projekt, muss ich sagen. Also gefiel mir am Anfang sehr. Und mit der Zeit war es dann halt immer wieder das Gleiche. Die Leute wurden in exakt diesem Part bewertet oder in exakt dem letzten Part bewertet und die meinten: Bewerte mich bitte mal, ich habe jetzt schon seit Jahren geschrieben und ich komme nie dran. Ja, wenn ihr die Videos nicht schaut, dann kommt ihr natürlich nicht dran. Wenn, dann, beziehungsweise dann seht ihr euch nicht, dann, ob ihr dran wart oder nicht. Aber ich würde sagen, damit verabschiede ich mich. Es ist auf keinen Fall noch nicht das Ende von den Bewertungen. Da werde ich, wie gesagt, vielleicht mal so eine XXL-Bewertungsfolge machen. Aber das werde ich dann im normalen Clash of Clans-Projekt ankündigen, ob sowas dann kommen wird.
Waren zumindest jetzt 99 Dorfrettungsfolgen, etwa 20 Minuten. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, wenn ich mal ganz kurz gucke, 1980 Minuten. Das sind ganze 33 Stunden, die ich Dörfer bewertet habe. Einfach nur krank. Wirklich echt krank. Aber gut, es hat mir Spaß gemacht. 99 Parts davon rausgehauen. Durchschnittlich 20 Minuten etwa. Und damit würde ich sagen, war es das gewesen. Das Dorfwertungsprojekt ist fertig. Oder abgeschlossen. Wird aber ab und zu vielleicht mal, ihr müsst es jetzt nicht unter jedem Clash of Clans Part dann schreiben, ab und zu werde ich vielleicht mal einen bewerten, wenn ich mal Lust habe. Oder wie gesagt, halt so eine XXL-Folge, weil ich glaube, das ist dann halt wirklich was Tolleres oder was Besonderes. Die Leute gucken das dann an und gucken mal ein paar neue Designs nach, was sie haben wollen. Und wenn sie dann selber drin sind, dann gucken sie es wahrscheinlich sowieso an. Gut, ich würde sagen, das war's gewesen. Ich wollte ganz kurz mal gucken, wie dummes Elixier ich eigentlich gefarmt hatte. Oh, doch schon, halt 17.000. Krass, 117.000? Gar nicht mitbekommen, dass ich so viel gefarmt habe. Alles klar, Leute, das war's gewesen von meiner Seite aus. Das Dorfbewertungsprojekt ist jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Kommentieren und so weiter. Ich klinke mich hier aus und bis irgendwann mal. Bye, bye.